wenn man da die Brötchen anfasst, also mit den Handschuhen anfasst, dann hat man das Gefühl, als wenn die noch nass wären. Gar nicht durchgebacken. Gar nicht. Das ist die Brötchen. Gehen Sie mal zu Aldi rüber, die haben die Brötchen. Und die sind top. Und die sind 30 Minuten durchgebacken. Nicht 25 Minuten, wie es in der Beäuschung ist. Das ist falsch für den Bäckermeister. 30 Minuten müssen die Brötchen durchgebacken. Richtig durchgebacken. Und vorher vorgedacht werden, wie die vor, also wenn das gefrorene Brötchen sind, die müssen vorgedacht werden. Ja? Also so sind sie, ne? So sind die Müll. Das kann ja wohl nicht angehen, dass innerhalb von Berlin verschiedene Arten von Brötchen gebacken werden und auch anders schmecken und so weiter. Ja. Also ich würde gerne, dass das nächste Woche berufen ist. Ansonsten mache ich Fotos und bringe das in die Zeitung. Die kaufen die Musik für selber Brötchen. Ja, ich kaufe ja keine Brötchen. Jeder Geschmack ist anders. Ja, nee, aber wenn die nicht durchgebacken sind, kann man sie nicht pressen. Stimmt, das sieht ja nicht von aus. Weil ich einen Bruder habe, der im Veterinärgesundheitsamt arbeitet und dann wird das kontrolliert. Ja, nee, habe ich auch schon festgestellt. Ich kaufe ja so keine aufgebackenen Sachen. Voll Dreck ist. Aber gut, dass man ihn einen Mund aufmacht. Sonst bin ich immer nur der Meckert. Ja, sonst ändert sich nichts. Der hat völlig recht, der Mann. So sieht kein gebackenes Brötchen aus. Das hier oben ist. Hat keinen Backofen gesehen. Der Mann hat komplett recht. Oh, hier, das sind keine gebackenen Brötchen. Das dürfen die niemals verkaufen, sowas.